Hallo und herzlich willkommen zum Force Mod Let's Play zusammen mit Markus. Hello. Da. Ist dir was aufgefallen? Leicht abgewandelt heute. Es ist nicht das Landwirtschaftssimulator Force Mod Let's Play, sondern das Force Mod Let's Play. Genau. Ohne Landwirtschaft. Okay. Ja, aber wir bauen ja da für den einen Bauern ja das Feld. Ja, ja, aber das ist ja eigentlich, ja, das, ich glaube, Fliegen macht er dann eh selber, oder? Ja, was mich noch interessieren würde, ob es, was die Zuseher wollen, ob wir nachdem, wenn wir da den Kahlschlag sozusagen fertig haben, wir haben ja drüben schon ein bisschen was angesehen, ja. ob wir in den Wald gehen sollen und dann was wir dort machen sollen, ob wir auf eine andere Map gehen sollen. Oder ob wir hier, ich habe mir da schon, weil ich ja die Map ja für was anderes auch benutzen werde wahrscheinlich und sonst auch noch ein bisschen angeschaut, so, weil mir die Map ziemlich gefällt. Die anderen Forests sind eigentlich auch ziemlich schön. Ja, aber das hier ist eigentlich schon der besonderste, oder? Finde ich nicht. Halt, das ist halt der in der Mitte von der Map. Aber so vom Aufbau her, der andere hat ein bisschen einen Hang drinnen, was du da nicht hast. Wobei, wenn wir nochmal dann die Map wechseln, würde ich ungern wieder einen Kahlschlag direkt machen, weil das dauert einfach. Ich weiß nicht, wir sind hier seit 30 Parts dann oder länger. Na, Kahlschlag ist nicht unbedingt notwendig, aber können wir auch einmal dann einzeln raus. Ja, genau, mal so ein bisschen sortierter. Ist halt ein bisschen schwieriger Rückgearbeit und so weiter. Und stört ja auch einmal nicht, halt, das passt gerade auch dazu. Finde ich sogar ab und zu mal entspannter als nur. Entschuldigung. Du wolltest gerade rein, oder was? Ich nehme erstmal die Kettensäge und mach mal schnappi schnappi. Ich kann dir dann gleich ein bisschen was rübergeben. Was? Soll ich dann gleich laufen lassen? Ja, ja. Bin ja eh gleich wieder drin. Da. Ja, das meiste habe ich halt, die erste Partie, was ich zerschnitten habe, habe ich eh schon alles aufgeladen. Ja. Beziehungsweise die Stümpfe liegen halt noch dort und die Spitzen liegen da in der Mitte noch. Da ich nur zwei oder drei Spitzen habe ich rübergehauen schon. Und dann sind die letzte Partie, was du rausgezogen hast, dann noch. Ja, ich denke, wir sollten dann gleich zwischendurch mal ein bisschen aufräumen, weil wir haben eigentlich schon relativ gut was weggeschafft an ganzen Bäumen gerade. Wo, unten meinst du jetzt oder wie? Oder da jetzt? Unten erstmal ein bisschen nachher machen, würde ich sagen. Halt zum in Emsland meinst du? Ja, vielleicht jeder einen sogar. Sind wir noch ein bisschen zügiger. Hast du jetzt alle schon zerschnitten? Ja. Außer die Spitzen, die habe ich wieder ganz gelassen vorne. Okay. Ah, kriege ich drei? Ja. Boah. Erstmal zuerst die ganzen Stämme. Wurscht. Also du hast gerade keine, oder was? Wolltest du Stämme haben, oder? Ey, Matt. Wir kommen da gerade ineinander. Wäre nicht schlecht, wenn ich ab und zu Stämme auch kriege, weil ich bin da jetzt schon ziemlich am Ende. Warum liegt hier so ein ganzer halber? Den kannst du einmal in der Mitte auseinanderschneiden. Den legt zum Ach, willst du den komplett häckseln? Ja, der ist so dünn. Braucht das Sägewerk nicht. Ach, jetzt muss ich drehen. Boah, die stehen. Hast du die jetzt schon alle zerschnitten, oder? Nicht alle. Nein. Der ganz vorderste ist noch komplett ganz? Nee. Du musst ein Stück vorfahren. Was? Du musst ein Stück vorfahren. Ja, dann kann ich wieder nicht laden. Ja, man muss halt hin und her, muss ich schon die ganze Zeit. Ja, mit den Kleinen geht's ja halbwegs. Ja. Ich hoffe, das stört nicht so. Na, oh, ich hab Was machst du da? Ja, leck. Achso. Bin hinten gestanden noch. Und dann auf einmal da vorne. Wie fährst du da im Wald rum? Das lässt ja mir die immer los.
Machen wir gleich den ganzen Stumpfstapel kaputt. Seht das schon kommen. Ja, ich würde die zwei Stümpfe, was das die Tage machen, kommen wieder ein paar Folgen von den Pelletiers, ne? Wer sind die Pelletiers? Die Kutzen sind die mit dem. Na, warte mal, die Pelletiers sind die. Die mehr auf Transport gehen. Transport, und so. Okay. Ja, die gefallen mir nicht so. Ja, ich fand das die Gutzens auch immer besser, weil da siehst du einfach mehr von der Waldarbeit. Uninteressant bei den Pelletiers. Das ist 80% aufladen und. Na, 80% trucken. 80 herumfahren, ja. 80% herumfahren, stimmt schon. Und jetzt überhaupt mit ihrem zweiten Handel, was sie da haben, mit den LKW-Trailern, halt mit den Trailern Bau. Ja. Siehst du noch weniger vom Forst, siehst du kaum was, weil halt die Vorarbeiter beziehungsweise. Bei den Gutzens war es ja immer noch so richtig, dass du gesehen hast, wie die sich ihre Wege angelegt haben, wie die geplant haben und so. Ja, und dann auch rausschleppen und so weiter, siehst du immer. Ja. Und in dem Mitro, der im Fellerbündler sitzt. Genau, der. Den siehst du relativ oft auch. Kommt mit etwas mehr Geschwindigkeit aber auch besser zurecht. Es ist viel einfacher. Halt einfacher, kannst halt schöner hin und her nachher schneller schwenken. Es dauert auch teilweise einfach nicht mehr so ewig, umzuschwenken. Und wir brauchen es jetzt nicht mehr so langsam. Wie am Anfang. Einfach. Am Anfang ist schon sinnvoll, dass du ganz halt, dass du relativ langsam schwenkst und so weiter, aber dann kannst du dich einmal einpendeln. Tust du jetzt mit den Hilfslinien oder ohne? Ohne. Welche Taste ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich habe den nie benutzt. Alt, man das gleich. Gut ist, du siehst halt genau die Mitte vom Greifer. Halt, wenn du gerade so in der Greiferkamera drinnen bist und nicht abschätzen kannst, wie weit du sozusagen jetzt vorgreifst. Ist gar nicht schlecht. Ja, man ist es. Brauch's nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kam damit jetzt auch lange ohne klar, aber es ist nicht schlecht. Auf jeden Fall. Für den Anfang ist es auf jeden Fall gut. Du siehst auch schön, in welchem Winkel die runterfallen würden, wenn du die hochnimmst und so. Ups. Schon echt gut, cool gemacht, echt. Warte, ich zieh den kurz vor, dann schneide ich mal erst. Da. Ich glaube, ich probiere jetzt mal eine Zeit lang damit rum. Ja, das habe ich dir ja schon lange gesagt, weil du hast teilweise ja immer das Problem, was du oft gesagt hast, dass du nicht erkennst jetzt, wie weit der Greifer sozusagen drüber ist oder wie du nach dem Winkel stehst. Deswegen stehe ja ich gerne, genau da, halt der Anhänger, die Mitte vom Anhänger ist genau der hintere Teil vom, halt vom, wo der Kran ist. Dann gehe ich ganz genau 90 Grad. Und dann bin ich genau passend mit Winkel auch. Dann kann ich nämlich den. Das Blöde den ist halt, ich muss halt relativ viele mal fahren. Ja, dann haut er, dann zieht er das mehr ran und halt haut das mehr hintere und dann fahr einmal zurück und dann greifst noch einmal. Du willst es nur nicht auslassen. Ich muss mir das ja auch teilweise ranziehen. Dann noch einmal umgreifen. Wieso funktioniert das nicht heute? Der vierte Mal, das Jackie haut mir Ma. Da. Immer wenn ich den Controller vom Tisch nehme, weil wenn ich zwischendurch so rumfahre, lege ich den mal kurz auf die Platte vor die Tastatur und dann nehme ich den wieder in die Hand und dann komme ich meistens so ganz eben an die R-Tasten oder beim Hochnehmen, weiß ich nicht, vom Schreibtisch irgendwie, dass da noch was gegenkommt und dann lasse ich die immer los. Glaube ich zumindest. Sonst gut, ich lege da gleich Spitzen vor. Ich leg's da so hin, dass du das nehmen kannst, noch gescheit. Oder soll ich da auf die andere gleich drüber? Nein, ich leg's da so, wie das ist gescheiter, glaube ich. Weiß nicht. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ob ich die noch da kriegen kann. Nein. Boah, hast du FPS? Ja, 50, so um den Dreh. Okay, na dann hast du wieder Lex. Boah. Also da kann ich mich heute echt nicht beschweren. Seitdem wir Asset haben, habe ich eigentlich kaum jemals diese extrem schlechten. Außer halt vorhin, als ich mal einen angestupst habe.
und da alles in Bewegung gerät. Wir haben es halt doch schon relativ ausgelastet. Überhaupt nicht. Ich würde nicht viel mehr machen. Bisschen was geht immer. Weil wir hatten doch schon relativ viele Abstürze, auch die, glaube ich, teilweise auch daran liegen. Und ich glaube, dann kannst du es teilweise einfach knicken, wenn du nochmal 100 Bäume mehr machst oder so. Viel hätte es gebracht, einfach wenn wir jeden Baum sozusagen entastet hätten gleich. Dann hättest du die ganzen Performance-Probleme nicht gehabt. Na, aber die sind ja jetzt alle hinten entastet und wenn du einen anstupst, hast du trotzdem noch die Performance-Probleme. Also ja, aber daran, weil sie auch jetzt teilweise verkeilt liegen und weil sie halb auseinandergeschnitten sind, dann wieder teilweise nicht auseinandergeschnitten sind. Und aber ich glaube, wir sind schon relativ am Limit. Aber mir ruckelt heute. Jetzt will er die Achse wieder nicht bewegen mehr. Nein. Du musst die Videos jetzt, was wir heute aufgenommen haben, musst du anschauen. Meinst du, das ist unterhaltsam? Das ist wirklich unterhaltsam. Da wird bei meinem Meistertitel wieder aberkannt. Von meinen Leuten. Das sehe ich schon kommen. Tja. Spielst du Scheiße? Was ist der Dreck da? Na, das ist überhaupt nicht. Weil, kennst du, wie heißt das hier nochmal, dieses Spiel mit den Stäbchen? Wo du so tausende Mikado. Stäbchen. Genau, Mikado. So ähnlich kommt mir das gerade vor. Weil da sind dann die Leute, wenn sie irgendwie gerade einen Zittrigen haben, aber. Geh, komm. Ich hab keinen Zittrigen, das ist einfach. Ja. Guten. Deine Internetverbindung, du musst unbedingt eine neue kaufen, das geht schon immer weiter. Brauchst ein bisschen was für die Nerven, ich glaube, ich kaufe dir lieber ein paar Tabletten. Alkohol ist auch keine Lösung. Ich habe ja auch gesagt, Tabletten. Ja. Und meistens, es gibt Alkohol in Tablettenform auch. Ja, aber das ist dann ja richtig Alki. Ja, wenn, dann den schon, oder? Ja. Mach mal kurz den Wische. Da, kurz mal schauen, wie viel wir da noch drauf bringen. Ich habe nämlich schon ziemlich lang. Okay, auf der Rückseite kriege ich noch 2-3 rauf. Wie viel hast denn du jetzt noch? Ich habe nicht mehr so viel. Der eine wäre noch. Oh, du hast drüben. Oh ja, du hast noch 3-4 Stämme für mich drüben liegen. Ach so, du meinst die? Ja. Ach, du meinst die Stümpfe. Die ist mir die ganze Zeit nicht rüber, gibst, ich weiß nicht. Ja, ich bin hier am Sortieren. Ich gebe immer brav dein Zeug rüber, dass du nicht rüberfahren brauchst und ich bekomme gar nichts von dir. Doch. Nein. Ich hoste. Außer Legs bekomme ich. Was? Ich hoste. Nichts verstanden. Ich hoste, oder was? Ja. Ja, das ist eh, dass ich gar nichts bekomme und das stimmt ja eh. Dadurch. Ich finde dein Lachen manchmal so genial, wenn's so, wer hat so ähnlich gelacht? Nein, jetzt fliegt er auf der anderen Seite runter, wieder mal. Ich sag dir, das ist wie beim Mikado mit der ganzen Familie. Wo sich jeder irgendwie immer jeden beklagt und immer alles beklagt. Ich bekomme keine Stimme. Und hier. So eine Scheiße, ich hab keinen Sprint mehr. Leg dir die ganze Zeit da schön hin, du kannst es dann wegnehmen. Und was bekomme ich? Gar nichts. Ja, richtig so, ne? Muss man mein Zeug selber holen, sehe ich schon kommen. Ja. Da gehe ich wieder nicht hin. Tja. Boah, das ist unlustig, wenn der Greifer legt vorne. Das ist heute richtig mühsam. Die Hitze?
Dann der Greifer noch zusätzlich. Ganz ehrlich, irgendwann spielen wir beide mal Formel 1 bei den Temperaturen. Das ist so göttlich, ne? Mit Arktik, da kannst du eigentlich Training, kannst du einmal duschen, Qualifying kannst du einmal duschen, Rennen kannst du einmal duschen. Ich werde mit Controller spielen. Na, aber selbst da ist auch noch, weil du hast einfach, ist doch schon ein deutlich schnelleres Spiel als bei Force Mod hier. Ja, glaubst du, was ich bei Watch Dogs habe? Oder sonst wo. Ja, da muss ja nur hacken, da muss ja nicht rennen. Muss richtig zur Sache geht. Ja, aber richtig zur Sache geht es jetzt im nächsten Part. Und dann schauen wir, dass wir das fertig bekommen. Dann holen wir sich die Krone Emsland und der guten Pack da gerade herum. Ja. Mein Greifer hat sich selbst gepackt. Ja, immer der Greifer ist schuld. Ja, aber guck mal. Gesagt. Ja, muss da mal schütteln. Ich glaube, ich muss den zurücksetzen. Nein, Schwimmstellung. Habe ich schon. Jetzt, die ist eh schon wieder da. Ja. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.